Und es geht an die Achtuba hier zum Welsangeln. Alter Falter, es war ja beim ersten Welsangeln schon heftig. Jetzt zweites Welsangeln. Wir schnappen uns das rote Boot und dann gucken wir mal, wo was geht. Also, ich habe ausreichend Tickets, das ist auch wichtig. Die ganzen Tickets, die brauchen wir für den Notfall, wenn wir denn mal hier aus Versehen einen 200-Kilo-Wels rausziehen müssen. Von daher immer ein paar Tickets mehr dabei haben, ist immer, glaube ich, eine gute Idee. Aber nicht ganz so laut. Und es geht hier die Achtuba rauf, das ist auch schon mal ganz gut. Das macht das Ganze ein bisschen chilliger. Wir haben richtig schön viel Platz. Wir können die ganze Zeit mit der Strömung die Welse wegziehen. Sehr, sehr angenehm. Und dann geht es jetzt ja, zum 15er, 15 Meter Loch. Sehr, sehr, sehr geile Sache. Gestern noch im Stream hier gestanden und rausgezogen. Und zwar ab ungefähr 16 Uhr. Wir haben es jetzt 14 Uhr, das heißt, ab geht es. Ich positioniere mich, bisschen rückwärts fahren, Anker, zack, Motor aus, zack, perfekt. Und jetzt können wir uns schon hinstellen, das Ganze treibt jetzt noch ein bisschen, das Boot positioniert sich auch noch so ein bisschen in der Strömung. Das machen wir alles jetzt vorher, damit wir dann um 16, 17 Uhr startklar sind. Und jetzt tüdeln wir auch noch unser Setup zusammen, unsere Welspumpe. So, das haben wir alles. Position passt. Genau, wir sind hier ungefähr am 15-Meter-Loch. Und ich werfe dann gleich da vorne, so ich sag mal so in Richtung von diesem großen Baum. Das kann man dann auch nachts ganz gut noch sehen. Gegen den Himmel. Genau, da passt das doch ganz gut. So, dann gehen wir aufs Setup ein. Ich gucke erstmal eben nach den Routen bzw. Rollen. Wir haben hier 4% Verschleiß auf dem Getriebe. Die nehmen wir schon direkt. Das sieht auch gut aus. Bremse 4,3. Perfekt. Also, wir nehmen hier die Wengler. Dann schnappen wir uns die Ultima. Wir gehen hier richtig dick rein. Und das restliche Ding ist auch schon zusammengebaut. Wie beim letzten Mal. Das heißt, wir haben hier den Huge Minnow. Einen habe ich schon ziemlich durchgenudelt. Das waren, was waren es? 13. 13 Welse innerhalb von 40 Minuten. 550 plus Silber waren das in der Zeit. Und der größte war 36 Kilo. Also gar noch nicht mal so groß. Es sind in den Rekorden einige drin mit 136 plus. Also, es ist durchaus möglich, dass da noch was reinrasselt. Ich weiß gar nicht, wie es gerade aussieht. Ich glaube, es sind mehrere noch beim Welsangeln. Vielleicht ballert hier auch im Chat gleich noch irgendwas Dickes mit rein. Ah, guck mal, das Boot, es treibt gerade schon so ein bisschen mehr in Position. Sehr gut. Es richtet sich so ein bisschen mehr aus. Ich liebäugel gerade damit, vielleicht doch nochmal mich umzustellen. Ich würde gern hier stehen. Ja, das machen wir auch noch. Ich hocke mich nochmal hin. Anker. Und ich fahre nochmal ein bisschen weiter rüber. Das war mir doch zu sehr am Rand. Das ist bei so viel Wasserfläche immer schwer zu sehen. Passt das? Ja, passt besser, aber noch ein bisschen mehr rüber. So, das war schön hinter der 15 kleben. So, wie sieht das jetzt aus? Ausgerichtet auf den Baum. Das sieht besser aus. Also Rückwärtsgang mit Speed, Anker, zack, Motor und Ruck. Und, wann ist er? Sind wir im Ruck? Ich glaube, jetzt hängen wir fest, oder? Nee, treibt immer noch. Treibt immer noch ein bisschen. Aber jetzt ist der Ruck. Da war er. Jawohl. Also, jetzt stehen wir richtig fest. Das ist auch wichtig. Gerade fürs Jiggen, damit das Jiggen auch gut funktioniert. Also, wir haben die Basics. Wir sind am Spot. Die Uhrzeit ist richtig. Wir haben hier die Köder, man kann natürlich auch mit dem 2-0er hier reingehen oder eben hier mit dem 3-0er, wenn man kann, wenn man das vom Wurfgewicht her schafft, kann man natürlich auch einen 4-0er hier verwenden für Wels, warum auch nicht.
Geht bei mir leider nicht, weil das Wurfgewicht der Route da nicht mitmacht. Der Rest der Route und vom gesamten Setup macht das natürlich alles gut mit. Das heißt, wir sind bei 142 Kilo Tragfähigkeit auf der Route. Gar kein Problem. Wir arbeiten bei der Wenger mit der Getriebekraft. Auch das ist also gar kein Problem. Da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. 84 Kilo Schnur und dann hier eben den Haken, den 3-0er. Das heißt, wir drillen das Ganze hier gleich über den Haken. Der Haken ist gleich das schwächste Glied hier im Setup. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Einholgeschwindigkeit machen wir mal hier so eine entspannte 25 bis 30. Alle Infos ausgiebig erklärt sind auch nochmal im Discord. Link zum Discord unterm Video. Da hat der Big Kauli den Spot hier reingestellt, auch ordentlich gepostet. Was hat er geschrieben? Muschel, nein, Wels, Beifang, Muschel. Hatte ich tatsächlich auch im Stream. Wels und Beifang, Muschel. Auch das war tatsächlich so. Neben den 13 Welsen eine Muschel. So, wir fangen mal so langsam an. Wir haben 16 Uhr, zwei Umdrehungen, langsam hier rein in den Jig. Einfache Jig-Montage. Jig-Montage geskillt habe ich natürlich auch. Nach langer Zeit habe ich lange nicht gehabt, weil mir das nicht so wichtig war. Aber dann nach dem Kauf dieses Setups hier, das war ja das war ja der Grund, warum ich mir quasi auch die erste Wenger geholt habe. Das war der Grund des Welsangelns, also dieses gesamte Set, wie ich es jetzt hier verwende. Und ja, funktioniert sensationell. Und da ist man natürlich dann aber auch auf den Geschmack gekommen, die Wenger anders zu verwenden und diese Route anders zu verwenden. Und ja, hammer, hammer hart. Man merkt schon einen Unterschied vom, ich sag mal, anfänglichen Endgame dann zu wirklich Endgame-Setup ist es doch nochmal ein spürbarer Unterschied. Und das werde ich dann irgendwann demnächst auch nochmal machen mit den Grundrouten. Ich bin ja immer noch auf den normalen Fortuna Carbs unterwegs. Da werden dann irgendwann auch mal die Grundrouten ausgetestet und ausgetauscht. Und dann wird was Gutes geholt. Aber erstmal wird gespart auf das neue Gewässer. Von daher am besten gerade wenig Verschleiß und dann gucken, was gibt es Neues zu kaufen am neuen Gewässer. Wie sieht das da aus? Was brauchen wir? Ich meine, wir haben ja hier mit diesen Routen und beziehungsweise mit diesen Rollen haben wir ja auch stand hier nicht genau, hier. Die Konstruktion der Wenger-Rollen ist auf lange Lebensdauer ausgelegt und ermöglicht auch unter den schwersten Bedingungen des der Meeresfischerei den Betrieb ohne Qualitätseinbuße. Also, die Dinger sind also auch fürs Meeresfischen geeignet. Und mit diesem Text oder diesem Verweis aufs Meeresangeln gibt es ja auch noch andere Rollen. Und wie auch im letzten Pimp My HSV Video, auch da kann man natürlich Komponenten schon auf Meeresangeln umswitchen. Ich verlinke das am besten nochmal, ne? Das mit der HSV, das Pimpen für alle, die halt gerade noch mit der HSV unterwegs sind. Wobei das Gewässer ja wahrscheinlich eher ein bisschen höher sein wird. Ich bin gespannt, wie hoch es dann letzten Endes sein wird, ab welchem Level man dann das Ding bereisen kann. Aber, und ich werde da wahrscheinlich auch nicht mit der HSV angeln, ich habe die Rollen ja auch. Aber man kann eben Rollen sicher machen, Meeresangeln sicher, zumindest das Kugellager, ne? Dass man darauf dann schon mal ein bisschen weniger Verschleiß hat. Und vielleicht hilft das dann ja auch, ne? Gucken wir mal, ich glaube, die Tagara hat das sogar auch. Also hier die guten Rollen, die guten Qualitäten haben da auch schon mal so einen gewissen Schutz. So, wir haben 17.30 Uhr gleich. Ich muss sagen, im Stream hatte ich da schon den zweiten Wels. Ich glaube schon den zweiten Biss zumindest, noch nicht draußen den zweiten. Der erste hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Aber wir gucken mal. Ich bin da jetzt ganz entspannt mit. Der Köder gerade absolut überall in den Rekorden drin. Dieses Gummibärchen-Ding da, dieses rosane, das scheint zu gehen. Aber eben auch die Quicker. Einfach mal in die Rekorde reinschauen. Die großen Quicker scheinen zu funktionieren. Und auch hier der Huge Minnow.
Und ja, klassisch natürlich der Wels eher in der Nacht. Aber vielleicht geht ja auch hier noch was. Da werden schon wieder Trophys gefangen. Wilder Stream übrigens, der letzte, also jetzt der Montagsstream, ging gut ab. Richtig gute Brocken beim Wettangeln an der alten Festung. Auf Amure, schwarze Amure-Trophy wurde gefangen. Und ja, große Amure, weiße Amure, Schuppenkarpfen und so weiter. Also ging richtig gut ab auf 21,67. Und auch noch ein richtig guter Spot ist auch im Discord. Und zwar der Spot am Donetz. Auch das hat richtig gut funktioniert auf sibirische Plötze. Da hatte der Devilos einen Post gemacht. Auch da vielleicht einfach mal reingucken im Discord und schauen, wenn euch am Donetz noch was interessiert oder wenn ihr da ein bisschen Kohle machen wollt. Auch kohlemäßig war das richtig gut auf die sibirische Plötze. Über 200 Silber auf das Ding mit nur zwei Posenruten. Auf Grund soll das nicht ganz so gut laufen, aber mit Pose ist halt eh, Donetz ist halt viel mit Pose. Da kann man dann ein bisschen Gas geben. Und was rausziehen. So. 18 Uhr. Jetzt so langsam darf er aber mal reinsteigen hier, der erste Wels. Das wäre doch fair. Schön locker. Zwei Umdrehungen. Ich bin konstant hier in der Jig-Führung. Genau, ich glaube, man sieht's. Ja, man sieht's. Das ist doch gut. Und dann gucken wir mal, wann es reinballert. Bremse ist noch relativ locker. Ja, passt so. Wir machen ja dann eh gleich die Bremse auch dicht. Schade, ich dachte, da wäre jetzt einer. Aus dem Jig kurz raus. Ich mache mal nur eine Umdrehung jetzt hier. Wir haben ziemlich weit schon reingezogen. Mal eben gucken. Ah, war ich ein bisschen weiter oben? Ich glaube, ich war ein bisschen höher. Knapp unter der 15 stand ich oder ziemlich genau auf der 15. Aber sollte doch auch eigentlich gehen. Ich werfe ja auch relativ weit raus. Oder ich werfe gleich ein bisschen, ne, auch nicht. Ein bisschen weiter rechts. Und dann gucken wir mal, ob das da dann ein bisschen besser klappt. Vielleicht war die erste Position gar nicht so schlecht, eher so ein bisschen an der Kante entlang. Kanten immer wieder auch wichtig. Man sieht das auch am Archipel, dass immer da, wo so Kanten sind, dass das da ganz funktioniert. Oder auch am Yama, auch häufig Stellen, wo halt die Brocken reinrasseln. Ja, häufig da, wo eben solche Gewässerkanten sind. Also das scheint im Game immer wieder ein ganz guter Anzeiger zu sein, dass man da an den Stellen ein bisschen was fängt. Also, ich versuche es mal jetzt ein bisschen weiter rechts. Ja, auch wieder so weit raus. Und dann gucken wir mal, ob da noch was geht. Und da geht der erste rein. Na, nochmal ausgeworfen. Erster oder der letzte Wurf jetzt gerade an der Kante entlang. Keine ganz so gute Idee. War ein bisschen schwierig. Mit der Kante, die wahrscheinlich so flach runtergeht, immer wieder aus dem Jig rausgegangen. Also das war ein bisschen tricky. Aber das hier, ja, ein kleiner Wels. Noch nicht mal die 25er Bremse schafft er. Also ein lüttes Ding haben wir schon mal dran. Das geht natürlich ratzfatz raus jetzt hier. So, einmal in die richtige Position drehen. Dann machen wir auch einfach dicht. Und dann kann er ran hier. Ob der hier an so einer Kante hängt, auch hier im Nahbereich, bin ich mehrfach jetzt rausgerutscht. Ich habe schon überlegt, ob ich ein bisschen näher wieder ranfahre. Etwas andere Position einnehmen. Das ist halt immer so ein Ding, wenn man so eine Spur durchjiggt und man merkt, da ist auf dem Untergrund irgendwas, da ist eine Gewässerkante nochmal, die nicht eingezeichnet ist. Keine Ahnung, sind da Felsbrocken oder. Weiß man halt nicht, sieht man ja nicht. Aber wenn man das eben spürt, dass man bei seiner Linie, die man so durchjiggt, immer wieder rauskommt, einfach mal eine etwas andere Linie durchwerfen und gucken, dass man da die Bahn halt gut ziehen kann. Ne? So, komm ran hier. Der hangt auch gerade irgendwie so ein bisschen fest. Und auch das hatten wir vorhin, beziehungsweise das hatten wir dann auch im Stream noch, wo dann immer mal wieder so ein paar Brocken, die gar nicht so schwer waren, auf einmal bis in den roten Bereich geknallt sind. So, komm ran hier.
Es ist schon angenehm, ne? Wenn man ein passendes Setup hat und man weiß, okay, der Fisch, der jetzt da dran ist, den man hier rauszieht, das ist halt einfach, ja, ich sag mal, den Wels in der vernünftigen Größe, der auch ganz gut Cash bringt. Was haben wir hier? 15. Schade. Ein Kilo mehr und er hätte die magische Welsgrenze erreicht. 16 Kilo, müssen wir gleich nochmal genau gucken. Vielleicht fangen wir ja einen, der ein bisschen größer ist. 16 Kilo, da ballert es dann halt kohlemäßig deutlich mehr rein. Wir gucken gleich dann später nochmal in den Kescher, wie das aussieht. So. Und jetzt jiggen wir hier langsam durch. Ich bin mittlerweile auf einer 30er Geschwindigkeit. Tempo 30. Ich teste jetzt mal nur eine Umdrehung. Klappt auch gerade ganz gut hier in dem Bereich. Einen kleinen Hopser über den Grund. Einmal jiggen. Und er fällt wieder runter. Jiggen. Und er fällt wieder runter. Also wir ziehen halt ein. Ist aber schon wieder irgendwo gegen. Und das ist immer da in diesem Bereich. Keine guten Voraussetzungen bei sowas. Ich glaube, ich werfe gleich nochmal ein bisschen weiter. Dass wir dann da den Wels quasi schon vor dieser Kante kriegen. Ja, schon wieder raus. Eigentlich grundlos. Jetzt ist doch noch einer ran. Na guck. Aber auch irgendwas Lüdes. Zieht nicht ab. Na guck mal, auch wenn die so nah gehen, ist ja nicht so schlecht. Aber auch im Stream hatte ich die Welse, die hier unten waren, im Nahbereich waren. Das waren alles die ganz kleinen. Warum auch immer. Vielleicht ist es hier einfach doch noch ein bisschen flacher. Oder ein etwas anderer Bereich. Der ist sogar noch kleiner, um die 10 vielleicht nur, ne? 12, ja. So, jetzt werfe ich mal noch ein bisschen weiter. Nochmal ein ganzes Stückchen weiter. Dass wir hier irgendwo in diesem Bereich da oben sind. Bisschen warten, bremse erstmal wieder auf und dann legen wir los. Ich bin ready, ne? Ich sage dir, von mir aus können da 100 Kilo reinballern. Ich wäre startklar. Ich nehme den mit. 100 Kilo plus, auch wenn das ein bisschen dauern wird. Ich habe ausreichend Bootstickets. Ausreichend Bootstickets dabei. Kann also gerne reinballern. Zack. Kleinkram. Aber ist nicht schlimm. Also tatsächlich gar nicht wild. Klar, will man natürlich auch die dicken Brocken mal haben. Aber wie gesagt, Wels, kohletechnisch ist gar nicht so schlecht. Und gerade wenn man eben die Brocken hat mit über 16 Kilo, dann landet man so bei 45 Silber plus. Pro Wels, das schmeckt doch für einen so ein Ding. Und wie gesagt, gerade mit so einem Setup pullt man die halt relativ schnell raus. Ne? So, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier einfach nochmal ein paar Bahnen durch. Und wenn da mal ein Dicker reingeht, dann gucken wir mal, wie dick der wird. Und ansonsten ist das halt jetzt hier quasi ja immer das Gleiche. Ne? Wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf das Setup ein, würde ich sagen. Gucken auch nochmal uns die Gewichte an. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, warum und wie das funktioniert mit dem Bremse zumachen, warum dann dieses Setup so gewählt ist und wo quasi die Schwachpunkte im Setup sind, um das Ganze so ein bisschen, na ich sag mal so ein bisschen sicherer, die sogenannte Sollbruchstelle im Setup, damit hier nichts Schlimmeres passiert. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ich ziehe nochmal ein paar Bahnen eben durch. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, Alter. Die ganze Nacht kaum etwas. Und jetzt haben wir es gerade 6 Uhr morgens. Und da geht der erste Lümmel rein, der so ein bisschen mehr Speck an den Rippen hat. Ist das der Hammer, ey. 7 Brocken sind reingegangen. Mehrere jetzt auch, ich sag mal, unter 15 Kilo. Ja, und jetzt haben wir hier einen, der so ein bisschen mehr Speck an den Rippen hat. Es war tatsächlich schwierig. Es war schwierig von der Positionierung, was ich auf jeden Fall jetzt raus hatte, weiter vor. Ich würde sagen, stellt euch auf die 15. Stellt euch auf das 15, auf die 15, auf die Zahl direkt drauf. Werft in den oberen Teil des Lochs.
Und alter Falter, der ist aber am Limit hier. Also in den oberen Teil des 15 Meter Lochs reinwerfen. Ab, oh mein Gott. Oder hat einer Bock. Oh, der hat Bock. Der hat auch ein bisschen mehr Gewicht als die im Stream. Oh mein Gott, das war ganz knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat Bock. Der hat Bock. Ach du Scheiße. Da habe ich jetzt ja nicht mitgerechnet. Oha. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein schöner mit 30 Kilo. Das reicht doch dann. Alter. Okay, der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock. Alter Falter, jetzt machen wir mal ein bisschen konzentrieren hier. Verdammt. Ich dachte, ich könnte noch schön gechillt ein Video machen, Alter. Jetzt wird das auch noch haarig hier. Es waren heute schon einige im Chat, die gesagt haben, Alter, ich bin hier im Drill. Was hatte ich gelesen? 94 Kilo und so Sachen. Ich glaube, so ganz schlimm ist er nicht. So ganz schlimm ist er nicht. Guck mal hier auf der 29er Bremse. Ich glaube, so ganz schlimm ist er nicht. Also so riesig groß ist er nicht. Aber, und da müssen wir dann gleich, das machen wir dann danach mit diesem Aufbau des Setups, Gewichte und sowas alles. Ich hoffe, ich kriege ihn raus und Fettfinger hier nicht. Ich habe gerade schon einmal gefettfingert. Da habe ich das Mausrad noch weiter nach oben gedreht. Oh ja. Nee, ich lasse ihn einfach ziehen, wenn er so doll abgeht. Lasse ich ihn ziehen. Wobei ich halt auch echt überlegen muss, wie ich und wann ich Gas gebe ins Boot und ja, versuche ihn quasi, also dass er nicht hinten rausschwimmt, ne? Ihn einzuholen, weil ich muss ihn ja immer noch dann irgendwann zurückjagen irgendwie. Ist schon heftig. Oh mein Gott, ist schon heftig. Oh, 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 oh. Ich lasse ihm erstmal ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Ich lasse ihm erstmal ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich kann man das aggressiver drillen. Mit Sicherheit kann man das aggressiver drillen. Wenn man die ganze Zeit dieses Spielchen macht, auf zu, auf zu, auf zu. Also die ganze Zeit halt in diesen roten Bereich gehen. Und versuchen ihn die ganze Zeit darüber auch madig zu machen. Das werde ich auch gleich noch machen. Aber wenn er jetzt gerade anfängt, wenn er jetzt halt Bock hat, dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen ziehen. Das ist halt in der Regel so. Oder es ist halt normal, dass jeder Fisch gerade am Anfang halt die meiste Power hat. Lassen wir ihm erstmal ein bisschen Zeit. Und ich glaube, ich fahre mal eben mit dem Boot da ein bisschen näher ran. So, das heißt, zack, Anker weg, Trollinggang an. Und dann schnappen wir uns das Teil und wir brettern da mal ein bisschen näher ran. Ich fahre so einen kleinen Bogen jetzt. Dass wir das hier immer noch schön auf Spannung halten. Ich versuche ihn vielleicht so ein bisschen, ja, da in Richtung Ufer auch zu jagen. Und dann fahren wir da gleich mal so ein bisschen drumherum. Ich weiß nicht genau, wie weit er weg ist. Ich will mich auf jeden Fall versuchen, so ein bisschen mehr über ihn zu stellen. Ihr seht, wie weit ich mit der Schnur ausgeworfen habe. Das ist, finde ich, nicht mehr wirklich viel Schnur. Und deswegen holen wir die erstmal so ein. Das geht ja dann deutlich schneller. Anstatt jetzt den Wels über die gesamte Strecke hierher zu pumpen. Katastrophe. So, einfach schön entspannt entgegen. Guck mal hier, wir können schnell kurbeln hier zwischendurch. Genau, so soll das. Und ich halte alles so ein bisschen mehr links rüber. Vielleicht haut er ein bisschen mehr nach rechts ab. Nicht so ins ganz Offene, sondern ein bisschen mehr in Richtung Ufer. Das wäre doch ganz nett von ihm. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance, ihn zu kriegen. So. Sonst wird es vielleicht noch eng. Man sieht da hinten ja schon die Bojen. Sehr gut. Ja, ja, komm ran hier. Ja. Und hier vorne geht er runter. Ja, ja. Also, erstmal noch grob da jetzt in Richtung der Bojen fahren. Ich versuche den mal so ein bisschen. Ganz entspannt alles. Das ist cool. Finde ich aber jetzt gerade sehr, sehr geil. Denn dann können wir nämlich das genau mal schön hier auch zeigen mit dem Welspumpen.
mit dem Drill von größeren Brocken. Krassester Drill hier an dem Gewässer, und das werde ich jetzt die Tage auch nochmal testen, ist auf kaspische Forelle für mich gewesen. Auf der Tagara. Ich glaube, es gibt sogar noch irgendwo ein Video davon. Von dem Drill oder von einem, ja, doch von dem Finale des Drills. Richtig heftig. Und das Teil, ich habe das gar nicht für voll genommen, den Fisch. Der ist auf einmal, also ich bin mit dem Speedboot hier nicht hinterhergekommen. Schnell kurbeln, keine Chance. Ich musste mich quasi reinsetzen, mit Vollgas hinterherbrettern, um zu versuchen, da, dass ich nicht leergespult werde. Das war schon heftig. Das war schon nicht so easy. Und auch das hier wird gerade ziemlich knapp, denn der geht immer mehr da in Richtung der Bojen. Ich werde jetzt schön nah an die Bojen ran, dann erst rumfahren die Kurve. Und dann gucken, ihn die ganze Zeit rüberziehen. Ich hoffe, dass er gleich noch weiter flussabwärts abhaut. Der ist, glaube ich, schon an den Bojen, oder? Die gehen halt hier so schräg rüber. Und nach rechts, also hier links, sind sie weiter hinten. Rechts sind die halt noch näher am Wels schon dran. Gucken wir mal. Vielleicht klappt das ja, dass er so ein bisschen weiter flussabwärts schwimmt. Schön mit der Strömung sich gehen lässt. Das wäre doch gut. Dann können wir immer noch dran vorbeisausen und den dann wieder mit der Strömung einfangen. Ja, der ist schon an den Bojen. Fuck. Globaler Rekord. Albino. Ah, ich dachte schon gerade Wels. Es werden gerade so viele Welse gefangen hier. Albinos. Albinos wurden hier auch schon gefangen. Die Albinos. Gerade hier wieder im Welsfieber. Das wird so nix. Ich bleib hier noch. Ich hoffe, das lübt. Ja, da sieht man schon, ne? Der ist halt jetzt schon hinter den Bojen, ey. Das wird so nix. Bam. Ich tock da die ganze Zeit gegen die unsichtbare Wand. Bong. Vielleicht werden wir es gleich doch noch hinkriegen mit der geschlossenen. Also wir haben erstmal richtig schön Schnur gut gemacht, das war schon mal wichtig. So, und jetzt geht's gleich los in den harten Drill. Wir fangen mal schon mal an hier mit geschlossener Bremse. Jetzt schön aufpassen wieder, vorsichtig sein. Krass. Na, guck. Na, guck. So, ich lasse das jetzt gerade mal so, wie es ist. Diese dollen Bewegungen, diesen dollen Umschwung, wenn er sich in eine Richtung bewegt, Gas gibt, da dann runtergehen. Ziehen lassen und dann, wenn er ins Schwimmen kommt, wieder hart rein in die Bremse dicht machen. Weiter geht's nicht. Kaffee reinschütten. Immer schön rein mit dem Kaffee. Dafür ist er da, der Kaffee. Und bremsen. Volle Konzentration, Alter. Das ist halt echt tricky. Es waren schon zwei sehr bremsliche Situationen. Sehr knapp. Es kann halt einfach passieren gleich, ne? Dass einmal zu spät reagiert, dann ist halt Ende. Wäre schade.
Wäre schade. Wäre mein erster Wels auf dem Setup, der so ab, glaube ich, abgeht. Ja, ich glaube schon. Und natürlich äußerst bescheidene Situation hier. Äußerst bescheiden. Also, Katastrophe. Muss ich da jetzt nicht hinkommen? Katastrophe. Vorteil oder nicht ganz so, oder doch Vorteil ist, dass es halt, dass ich halt jetzt mit der Strömung ihn ziehe. Das ist der einzige Vorteil. Er schwimmt, oder wenn er langsam müde wird, die Strömung treibt ihn halt immer wieder zu mir. Das ist soweit okay. Knappes Ding. Schwierig, 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 schwierig. Ei, was für ein Monster-Drill. Fast verloren, aber am Ende vielleicht doch noch gewonnen. Puh, knappes Dingen. Richtig, richtig knappes Dingen. Abgehauen ist er und ich bin auch immer noch komplett konzentriert hier. Schwieriges Dingen. Sehr, sehr, sehr schwieriges Dingen. Ich habe keine Ahnung, wie schwer der sein wird. Aber der Drill war sehr schwer. Das war ein ganz knappes Dingen, weil er einfach hier hinter den Bojen war, weggeschwommen ist und einfach fast abgehauen ist. Krasses Teil. Lange, lange Zeit immer auf halber Schnurlänge gewesen. Lange Zeit rangezogen, ungefähr auf die Hälfte wieder. Dann war er wieder weg und wieder weg und wieder weg und wieder weg. Jetzt so langsam kommt er hier näher. Zweites Bootsticket läuft. Ganz wichtig auch hier der Pump. Und der Drill hier quasi mit der Route. Man sieht hier schon die Barteln. Der ist schon ziemlich nah oben. Guck dir das an, da ist der Fresskopf. Jetzt wird es langsam tricky. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Heikle Situation. Alter, da ist er, der Fresskopf. Keine Ahnung, wie schwer der ist. 80 Kilo. Hat er mehr? Alter Falter. Was? 65? Okay. Für 65 hat er aber heftig Gas gegeben. Alter Falter. Aua, meine Hand. Krasser Brocken. Der hatte Bock. Der hatte
mächtig Bock. 65 hätte ich auf jeden Fall auf mehr geschätzt, weil der einfach so abgegangen ist. Gegen die Strömung, einfach wild abgegangen und auch nicht zu halten gewesen. Krasses, krasses Dingen. Also, zweites Ticket ist durch. Ich gehe mal eben in die Base und dann gucken wir uns nochmal das Setup an. Auch den Verschleiß und so Sachen. Ich bin gespannt. Also, bisschen erholt. Jetzt geht's nochmal kurz aufs Setup. Also, warum? Alter, der Verschleiß, ey. 60% durchgenudelt, das Teil. Wir gucken mal eben kurz rein hier. Wir hatten 4% auf dem Getriebe, 0,5 durch die gesamte Angelei jetzt mit ein bisschen ja, Bremse vorher. Aber ich sag mal, der eigentliche Drill und der eigentliche Verschleiß war natürlich jetzt auf dem Getriebe, kaum auf der Bremse und auf der Schmierung. Die Schmierung hat ordentlich gelitten. Extra Solid ist das Öl für extra hartes, ich sag mal, mit einer hohen Viskosität. Das Ding hat ordentlich gelitten. Ja, war auch hart am Limit die ganze Zeit. Dementsprechend hatten wir auch hier Ölverbrauch. Ist soweit okay. Das werde ich natürlich noch weiter durchnudeln hier bis 49% und dann wird das irgendwann mal ausgetauscht. Aber im Großen und Ganzen ist es vom Verschleiß her für das, was wir da jetzt gerade rausgezogen haben, eigentlich nichts. Passt. Sehr gut, sehr entspannt. Das lübt. Schnurlaufringe gucke ich mir vorher, nachher nochmal an. Während des Videoschnitts, würde ich sagen. Und dann schreibe ich das dazu. Vorher, nachher. Auch den Blank interessiert mich, ob ich da einen Verbrauch habe. Bei der Schmierung schreibe ich das auch nochmal dazu. Wenn mir da irgendwas auffällt, schreibe ich das dann gleich einfach schön daneben während des Schnitts. Das kann man dann ja immer ganz gut machen und vergleichen. Auch hier die Prozente vorher, nachher und hier die Verschleiße sozusagen, das schreiben wir dazu. Also Aufbau vom Setup und warum funktioniert das so, wie es funktioniert. Wir haben auf der Wenger, fangen wir damit an, haben wir, und das haben wir ja auch gerade benutzt, und zwar haben wir das Getriebe benutzt und die Wenger hat eine Getriebetragkraft von circa 100 Kilo, so um die 99 wird gesagt. Diese ganzen Zahlen sind alles so grob circa Werte mit einem Plus, Minus von immer ein paar Prozent, weil das eben halt ja nur probiert wird. Das sind alles keine Werte, die exakt als Daten geliefert werden, wie zum Beispiel hier die Bremskraft. Das sind exakte 0,-Werte, die wir halt bekommen vom Game, von RF4. Alles andere sind erarbeitete und errechnete Werte. Deswegen ist das Ganze hier auch nur interessant für Spieler im höheren Levelbereich. Also, wenn man weiß, was man da tut, wenn man weiß, wie die Fische reagieren, was die für Reaktionen oder Kopfschläge machen und so weiter, dann kann man sich da so langsam drauf einschießen, vorsichtig mit kleineren Fischen starten und dann immer wieder an die größeren rantasten. So macht man das ja dann auch später beim Störangeln. Und wie gesagt, hier das Welsangeln ist da sogar noch relativ angenehm, weil man eben beim Welsangeln oder die Welse machen nicht ganz so heftige Aktion und Kopfschläge, die sind da eher so ein bisschen träge. Also, wie gesagt, wir haben hier, halten wir schon mal im Kopf, 100 Kilo grob, die wir hier mit dem Getriebe halten können. Bevor das Getriebe zerstört wird, würden wir also hier mit einer über 100 Kilo Schnur dran gehen und hätten das Setup hier so zusammengebaut, würden wir das Getriebe zerstören. Deswegen ist es auch wichtig, auf den Verschleiß zu achten. Das heißt, wenn wir hier dann um die 20% Verschleiß haben, heißt das also, wir landen hier unter, da war auch die Frage im Livestream, landen wir also hier unter der Tragfähigkeit, also das Getriebe landet unter der Schnur, dann haben wir natürlich da übelst die Chance, dass das Getriebe zerstört wird. Wollen wir halt nicht. Also, das hängt halt alles zusammen. Wir haben ausreichend Tragfähigkeit, ohne Ende Tragfähigkeit auf der Route. 142 Kilo, easy, gar kein Problem.
31 oder knappe 32 Kilo Bremskraft ist gar nicht das Thema. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Tragfähigkeit vom Getriebe. Wir machen die Bremse dicht. Das heißt, die ganze Last, bam, geht nur aufs Getriebe. 84 Kilo Schnur ist auch noch nicht der schwächste Punkt. 142, 100 Kilo auf, also Route 142, 100 Kilo auf der Rolle, 84 auf der Schnur, minus 3,7%. 84 Kilo auf der Schnur, Haken. Und da haben wir jetzt den Knackpunkt und das wird dann eben auch errechnet sozusagen anhand dieser ganzen Komponenten. Und wann bricht der Haken? Haken hat um die 60, ich glaube so um die 63 Kilo an Tragfähigkeit. Es gibt da so verschiedene Listen. Das heißt, wir haben um die 60 Kilo, die wir effektiv halten können. Bedeutet also, so ein Fisch wie gerade eben mit, was hat er gehabt? 65 Kilo geht uns natürlich immer locker über diesen roten Bereich. Alles, was gewichtsmäßig da drüber ist, es gibt noch die, diese 4-0er Haken, die halten noch mal ein bisschen mehr aus. Ich glaube, die sind so bei 70, 77 oder sowas. Da ist es natürlich noch mal ein bisschen leichter, wenn man diese Haken verwenden kann. Kann ich mit der Route leider nicht, wegen der wegen dem Wurfgewicht. Aber wenn man diese größeren Haken verwenden kann, kann man natürlich auch dementsprechend leichter einen Fisch mit 70, 80 Kilo drillen. Dementsprechend war das jetzt hier halt ja übers Getriebe nicht ganz so leicht, beziehungsweise gar nicht übers Getriebe, sondern eigentlich haben wir gedrillt über den Haken. Schwächstes Glied unten, ausschlaggebend war, wie gesagt, unten der Haken. Ja, deswegen hat das ein bisschen gedauert. Tja, hole ich mir irgendwann noch ein anderes Set? Natürlich erstmal nicht. Wir gucken natürlich erstmal, was es mit dem neuen Gewässer auf sich hat. Im Großen und Ganzen funzt das aber sehr gut. Jetzt gucken wir hier gerade noch mal eben rein. Was bringt das Ganze denn hier? Ja, sortieren wir mal eben nach Preisen. Da haben wir es. 65 sind 170 Silber für diesen ewig langen Drill. Im Verhältnis gar nicht mal so geil. Im Verhältnis gar nicht mal so gut. Ich habe leider keinen dabei gehabt, der knapp auf den 16 Kilo war, sondern alle nur da drunter. Vorhin im Stream war noch einer dabei, also für euch gestern im Stream war noch einer dabei, um die 17 Kilo war der, glaube ich, und der lag bei 46, 47 Silber oder sowas lag der. Also wir sind so um die 45 Silber bei 16 Kilo Wels. Ab 15 Kilo, ja, geht es halt runter hier, dann sind wir hier in diesem Low-Level-Bereich der Welse. Was auch noch ganz okay ist, aber eben den Unterschied macht, ob man mal eben 3, 4, 5 Welse zwischen 16 und 30 Kilo rauszieht, was halt im Livestream war. Das war halt wirklich ganz entspannt. Vielleicht kann ich einfach nochmal ein Bild einblenden, dann sieht man auch ungefähr noch, was da los war. Das hat sich halt richtig gelohnt, das war halt richtig gut. Und jetzt hier mit dem langen Drill, nice, schönes Ding, war auch tatsächlich ein Wochenrekord hier Anfang der Woche. Aber kohlemäßig, naja, ganz okay. Geht besser, Kratsching. So, jetzt brauche ich erstmal einen Break. Jetzt wird erstmal nicht mehr geangelt. Petri Lümmels zieht raus die Welse. Wie gesagt, die Rekorde liefern. Und nochmal, wie gesagt, eher hier auf die 15 stellen und in den oberen Bereich angeln. Hier ab dem unteren Bereich, speziell um die 15 herum, gab es immer wieder Stellen, die wirklich Schwierigkeiten gemacht haben. War gar nicht mal so geil. Gerade am Anfang ganz viele Probleme gehabt in den Zeiten, bevor es dunkel wurde schon. Also hier der Bereich war wirklich schwierig. Ob hierhin geworfen, ob dahin geworfen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ab hier, ich stand dann hier irgendwann drauf, hier ging es dann besser. Wirklich dann auch bis oben sehr, sehr weit ausgeworfen. Das ging, ja, bis dann in die Morgenstunden und in den dicken, fetten Drill rein. So, aber nu, Petri, fast 2 Stunden aufgenommen hier das Ganze. 1 Stunde 40 jetzt, das kürzen wir natürlich auf erträgliche Länge zusammen. Wird ein bisschen Schnibbelei, aber kriegen wir hin. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri,